Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro-Ronny. Ich bin der Ronny und heute geht es mal um eure Fragen und um ein Update zu meinem Model Y. Denn es kommt immer anders, als man denkt. Und das ist heute auch so das, sage ich mal, Thema dazu. Denn ich hatte eigentlich Auslieferungen den 4.3. Und gestern Abend, am Samstagabend gegen 18 Uhr, rief Tesla an und hat gesagt, pass auf, Ronny, wie sieht's aus? Du hast uns ja eine SMS geschickt, dass dein Wagen bereits angemeldet ist. Hast du nicht Lust, am 3.3. schon den Wagen abzuholen? Und ich natürlich ganz klar, logisch, ja, habe ich. Denn der Wagen ist angemeldet, schon seit dem 22.2. Ich habe am 21.2. meine Papiere bekommen, am 22.2. habe ich ihn zugelassen. Und ja, jetzt warte ich quasi auf den Auslieferungstag. Der soll jetzt nächste Woche Donnerstag sein. Eigentlich war der für Freitag angekündigt, aber es ist jetzt Donnerstag. Und deswegen freue ich mich schon mal umso mehr, dass das Ganze natürlich wieder einen Tag vorgeschoben wurde. Perfekt. Einfach perfekt geht's gar nicht, ne? Der David hatte gefragt, mich würde interessieren, ob du einen Unterschied zwischen den 20er und 19er Felgen spürst und ob sich eventuell das Fahrwerk etwas getan hat. Gut, das ist eine Frage, die müsst ihr dann leider, sage ich mal, abwarten, bis ich den Wagen habe. In erster Linie ist es halt so, dass ich mich für die 19 Zoller diesmal entschieden habe, weil die 20er einfach unkomfortabel sind. Aufgrund des 40er Querschnitts hast du auch nur eine gewisse Menge Reifen zur Auswahl, denn normalerweise wäre, glaube ich, 35 oder 45 der Querschnitt. Und das ist halt bei den 19 Zöllern. Es ist dann der 45er Querschnitt, da gibt es wesentlich mehr Auswahl, nicht nur für Ganzjahresreifen, sondern auch für Winterreifen oder halt für Sommerreifen. Aber dazu, wie gesagt, mehr, wenn der Wagen dann da ist. Ich habe dennoch hier einige Fragen, die ich auch mal vorab klären möchte. Da kommt natürlich auch immer wieder die Sache auf, an wen hast du verkauft? Und ich habe natürlich gesagt, ich möchte so lange nichts sagen, bis mir mein Händler, der meinen Wagen gekauft hat, das okay gibt. Denn es ist der Wasim Ahmad, heißt er, glaube ich. Berichtigt mich gerne, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich hoffe natürlich nicht. Der Wasim hat auf jeden Fall gesagt, ich darf seinen Namen sagen und ich darf natürlich auch euch die Kontaktdaten davon geben. Deswegen findet ihr alle nötigen Infos und Daten dazu unten in der Videobeschreibung, wo ihr euch hinwenden müsst, wenn ihr euren Tesla verkaufen wollt. Natürlich gibt es auch noch jede Menge andere, aber ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Ich habe dort schon zwei meiner Autos hinverkauft und ich bin immer sehr zufrieden. Das Ganze läuft dann in einer Blitzüberweisung ab, wenn der Wagen abgeholt wird. Ihr bekommt das Geld innerhalb von ein paar Minuten, also das sind keine 5 Minuten gewesen. Dann habt ihr auch das Geld auf eurem Konto und dann kann der Wagen mitgenommen werden. Die holen ihn bei euch ab, entweder mit roten Nummern oder ihr gebt den angemeldet über. Das bleibt ganz euch überlassen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, sehr netter Kontakt. Es wird immer alles telefonisch und natürlich auch kaufvertragsmäßig festgehalten. Also ihr habt auch gar kein Risiko oder sonst irgendwas. Das ist nicht irgendwie, dass man sagt, so, oh, sei da vorsichtig mit der und der Geschichte. Nein, das läuft wirklich alles super fair und super korrekt ab. Genau, das jetzt dazu. Damit ist die Frage auf jeden Fall gelüftet. Es hatten viele gefragt, Mensch, wohin hast du den denn verkauft? Dann kommt immer wieder die Frage auf, werde ich den neuen Ryzen haben? Davon gehe ich aus, genauso wie die Doppelverglasung hinten. Aber das, wie gesagt, am Auslieferungsdatum werde ich mit Sicherheit auch ein Video dazu aufnehmen. Und dann werde ich die ganzen Sachen nochmal aufrollen. Grüße übrigens nochmal an der André. Ich habe es gesehen, er freut sich natürlich, dass der Wagen im Februar dann noch ausgeliefert wird. Und ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass dein Model Y Performance ebenfalls schnell den Weg zu dir findet. Aus Berlin ist ja nicht so weit wie aus Shanghai. Dann hatte noch der Martin hatte noch gefragt, der hatte auch bestellt, aber er hat sogar eine Inzahlungsnahme gemacht und da hat es ein bisschen Verzögerung gegeben, sagt er. Und ja, ich hatte am 14.01. hatte ich bestellt. Am 14.02. ist, glaube ich, die FIN zugeteilt worden und dann natürlich auch die Aufforderung zur Zahlung. Das habe ich dann natürlich alles dementsprechend durchgezogen und dann bekommt ihr die Papiere und dann könnt ihr anmelden. Genau, und der Thomas hatte auch noch gefragt, bitte auf jeden Fall nachschauen, ob die induktiven Ladeschalen in der Mittelkonsole vorhanden sind und funktionieren. Ebenso die USB unter der Armlehne, ob die halt verbaut sind oder ob die noch fehlen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen, natürlich. Und dann hat er natürlich noch gefragt,
Geräusche und Federungen ebenfalls, ne, nochmal anschauen, anhören. Und ja, wie gesagt, ich bin da nicht so empfindlich, was das Fahrwerk angeht. Ich bin auch nicht so empfindlich, was die Geräusche angeht. Das hat aber damit zu tun, ich höre auch etwas schlechter, also als normale Hörenden, denn ich habe 50% Hörminderung auf beiden Seiten. Deswegen ist das für mich immer so eine schwierige Aussage. Ich frage dann immer meine Frau und die sagt ganz klar, das Model Y war schon wesentlich leiser als das Model 3, wobei man sagen muss, das Model 3 war noch ein Freemonder. Dann sind wir ja in ein Shanghai Model Y eingestiegen und jetzt steigen wir wieder in ein Shanghai Model Y ein. Da müssen wir mal schauen. Also da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Die Frage ist auch aufgekommen, wie viel Verlust oder Gewinn hat man gemacht? Man macht in dem Sinne eigentlich gar keinen Verlust, wenn man natürlich die Versicherung, dann die ganzen Daten, also Abmeldung, Anmeldung, das sind ja auch immer Kosten, die man dazu rechnen muss, fairerweise. Aber ich kann immer sagen, man kommt immer plus minus null raus. Das heißt also, du hast 6 Monate oder auch länger ein Fahrzeug gefahren und hast quasi plus minus null. Bist du da raus? Ne? Natürlich kann es auch sein, dass du hier mal 1000 oder 2000 Euro plus machst, aber das liegt natürlich dann auch ganz an dir, wie du verhandelst oder was dein Wagen gelaufen hat. Die Frage, die auch immer oft aufkam, dass Leute gesagt haben, dass man diese Haltedauer missbrauchen würde. Ich sehe da überhaupt keinen Missbrauch drin. Ich will das mal ganz klar hier ansprechen, auch wenn das viele immer so in den Kommentaren darstellen, dass man ja hier irgendetwas ausnutzt. Fakt ist, man muss den Wagen 6 Monate halten. Was du danach machst, ist eigentlich egal. Und wenn du den Wagen danach 6 Monaten verkaufst und dir dann einen neuen kaufst, das ist kein Missbrauch, das ist gar nichts. Das ist einfach nur ganz normaler Nutzen. Also von daher, und viele sehe ich auch immer, die sagen, ja, man müsste das auf 12 oder 24 Monate anheben. Was denkt ihr denn, was dann nach 12 oder 24 Monaten passiert? Denkt mal drüber nach. Also, wenn man 6 Monate behalten muss, verkauft man ihn nach 6 Monaten. Wenn man 12 Monate halten muss, verkauft man ihn eben nach 12 Monaten. Also das mal ganz klar angesprochen und auch so ausgesprochen von mir. Dann wurde auch danach gefragt nach einer Kofferraumabdeckung. Selbst wenn eine Kofferraumabdeckung in dem neuen Fahrzeug integriert wäre, wäre das das Erste, was bei mir rausfliegt. Ich habe es schon mal erwähnt, ich habe eine Hundebox hinten drin. Für mich wäre eine Kofferraumabdeckung eher negativ, ich würde es sowieso entfernen. Das habe ich bei all meinen Fahrzeugen bisher getan, auch als ich noch keinen Tesla gefahren bin. Und deswegen ist das für mich völlig nebensächlich und ich finde es derzeit noch gut, wenn keine drin ist. Also muss ich auch nichts rausnehmen und dann später wieder hinzupacken. Ja, das auf jeden Fall zur Abdeckung. Ja, und das waren auf jeden Fall die Fragen, die ich jetzt im Vorhinein klären konnte. Wie gesagt, dass die Versicherung teurer geworden ist, da hatte auch jemand noch vom letzten Video unter die Kommentare geschrieben, ist immer noch 25% günstiger als in Österreich, also bei euch in Österreich. Ja, trotzdem hat es mich halt extrem gewundert, dass um 50% der Beitrag gestiegen ist innerhalb von, wenn man es mal so will, 2 Monaten. Denn ich hatte ja erst im November die neue Berechnung bekommen für den Januar 2022 und habe dann im Februar 2022 eine neue Anfrage gemacht für eine Neuzulassung, für einen Neuwagen. Und da ist dann mal eben 50% teurer gewesen. Deswegen war das schon ein bisschen schockierend, sage ich mal. Aber natürlich, ich habe es mit Sicherheit verkraftet. Ich muss jetzt nur den Mehrpreis bezahlen und dann ist das Thema auch vom Tisch, was das angeht. Und wenn du jetzt hier keins der nächsten Videos verpassen möchtest, wie zum Beispiel die Auslieferung meines dritten Teslas, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und lass auch gerne einen Daumen nach oben da oder schreib auch gerne einen Kommentar. Falls du eine Frage hast und ich diese beantworten kann, werde ich das natürlich auch immer tun. Und jetzt bleibt mir nur eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend und vor allem einen guten Start in die neue Woche. Euer René ist raus. Cheers.